die Höhle rein. Das ist voll die gute Falle hier eigentlich. Was? Dieses eine Standfeuer, was hier ist und vor diesen Gittern, und die laufen immer zu uns und wollen uns angreifen durch die Gitter, aber die laufen ja da stattdessen ins Feuer rein. Das ist super, ist das. Ja, N456M, da versuche ich gerade. Der Niklas. Der Niklas ist auch da. Moinsen. Du musst die Wolfen, Niklas. Ja. Ob ich irgendwo unten rauskomme? Ich glaube, ich komme unten in der Höhle raus. In China kommst du raus, glaube ich. Vielleicht auch das. Dein Name ist schon echt klein irgendwie. Der ist fast senkrecht unter uns. Und da du ja nicht senkrecht unter uns losgekrabbelt bist, also heißt das ja, dass du schon ziemlich tief bist eigentlich. Ich so bin vom verdammt Winkel her. Tief. Sagen wir mal so, der Winkel ist schon ziemlich spitz hier. Und wieder runter ohne Seil. Ja, das ist... Tiefer kommst du nicht, Weng, schreibt Bernd. Ja doch, siehst du doch. Ja, also bei mir, er bewegt sich noch auf jeden Fall. Ja, ich bewege mich auch noch. Ich weiß nicht, im Stream ist es auch zu sehen, dass ich mich noch bewege. Bin echt unten in der Höhle rausgekommen. Echt? Ja, also noch nicht ganz, aber ich müsste jetzt gleich den Stein irgendwann berühren und dann schaue ich mal weiter, ne? Na dann. Ja, ich bin auf dem Stein. Bin aber irgendwo anders. Du hast die geheime Höhle entdeckt. Die verrückte Welt hier unten, ey. Ja, hier sind halt irgendwie Steine, auf denen ich gehe. Scheiße, ey. Hätte ich das mal nicht gemacht, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Aber ich sehe noch andere Höhlen, was richtig ultra ist, ey. Ich habe auch nichts mehr. Doch, ich muss jetzt erstmal essen. So, Leute. Ich esse jetzt auch meinen Arm wieder. Das Schöne ist an so einem knusprigen Arm, das ist so gut, da kann man erst mit den Fingern anfangen. Hier ist eine unsichtbare Wand, die wollen mich doch verarschen, oder was? Erik, du stehst mir gerade ein bisschen im Weg hier. Okay. Weng nun beim Teufel. Ich hab meine eigene Welt entdeckt, ja, und ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Huch, da steht ja einer. Jawohl. Da muss ich hoch, los, los, mein Feuer ist aus. Hör, ich komme nicht höher, ich komme hier einfach nicht höher. Dreht er sich bei dir auch noch rum? Ja, der tanzt. Warte, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Weil, ich habe hier unten übrigens ein Feuer gefunden. Könnte ich mal Alter, machen, der hat ne? sich so gedreht, der ist ausgewichen, der Spasti. Ja, nice. Wie wär's denn, wenn du die Bewegung antizipierst? Ach, guck mal, der ist tot. Ach, deshalb. Wie kommt hier unten Feuer hin? Oder habe ich euer der Feuer Der dreht sich bei mir immer noch. Nee, bei mir liegt er hier rum. Ich zerleg den gerade schon. Fachgerecht. Ja, warte, hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf. Hör mal auf, hör mal auf. Ja, doch, ist ja so, gut, Mann. Mein Gott. Bei mir dreht sich gerade ein Körper ohne Arme und ohne Kopf. Ist doch schön. Soll ich mal die Beine auch noch wegmachen? You spin my head, I'll take me right round. Also was ähnliches hatte ich in Ark neulich auch gehabt, da hat sich ein Dilo um sich selbst gedreht. Warte, habe ich Fraps offen? Ja, ich habe Fraps offen. Okay, Leute. Bang macht mobil, aber ich weiß nicht genau, was ist das hier für eine Welt hier unten? Weil hier unten sind Steine und Konstellationen zu sehen, aber die werden gar nicht verwendet. Das heißt, es ist eigentlich unnötigerweise irgendwas in der Entwicklerwelt hier unten anscheinend, was gar nicht benutzt wird. Vielleicht hast du die Skybox gefunden. Ja, irgendwie sowas, das sieht echt so aus. Also ich weiß ja nicht, wie es bei der Unity Engine ist, aber bei der Source Engine... Jetzt falle ich runter. Gibt's ja immer bei von den Maps so eine Miniaturversion, ja, die dann für die Skybox benutzt wird. Die ist dann außerhalb der Karte, ist die dann. Ach, scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Ach, ich hab Durst, deshalb. Wieso komme ich eigentlich im Flugzeug raus und nicht im... Das ist schon immer so gewesen im Multiplayer irgendwie. Es ist total unlogisch, aber es ist so. Ja, wozu man dann speichert, ne? Das Schöne ist natürlich, an meine Achse werde ich jetzt nie wieder rankommen. Ach so, stimmt, ja, du bist ja unten gestorben, ne? Ja. Ach scheiße, stimmt, nee, dann kommst du an die Axt nicht mal. Aber du kannst ja eine Axt craften. Du kannst auch eine Axt finden auf dem Boot. Das geht auch, ja, das stimmt, das geht auch. Aber ich meine, so für einen Anfang kannst du dir die auch craften, glaube ich.
Mhm. Ist, glaube ich, besser. Ich würde übrigens auch vorschlagen, dass wir demnächst mal losgehen sollten und auf so kleine Expeditionen gehen sollten. Ja, wie lange bist du denn eigentlich heute da? Bis 22.30 Uhr. Ah, okay. Vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht bis 23 Uhr. Ja, weil ungefähr 22.30 Uhr müsste ich dann eigentlich auch mal weg, kurz eigentlich nur, aber naja. Kann ja Kurt oder Spielberg kann ja auch kurz den Stream übernehmen. Nein, kann ich nicht, weil bei mir ist durch das Windows ab, also beziehungsweise durch das Neuaufsetzen von meinem PC diese ganzen Overlays und so, die sind alle weg. Das muss ich morgen nochmal mit dem Doc einrichten, dann auch noch vor dem Arc-Stream irgendwie. Oder mit dir heute Abend noch, Erik, wenn es irgendwie geht, weil das ist mir auch zu spät eingefallen. Kann mir einer aufhelfen? Was, ich glaub, wo bist? Ich bin gleich weg. Scheiße, warte, nee, warte. Ich stehe noch, ich stehe noch gut. Was war denn das jetzt? Ich glaube, das war die selten dämlichste Idee von mir, dass ich da unten runtergehe. Aber du hast den Zuschauern ordentlich was geboten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Hallo, da bin ich. So. Dann habe ich Stöcker, dann habe ich Steine. Scheiße, ich brauche nicht so viele Steine, sondern... Steine, 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 da. Ein Wurfstein. Hau ab. Jetzt. Für was fällst du eigentlich aktuell die Bäume noch? Mega 1, 5, oder beziehungsweise 5, 5, 8, mit 8, was befüllst du die? Hey Digga, thanks für dein Follow. Dankeschön für das Follow. Für mein Baumhaus und für diese... Noch. Ja, und für diese tolle... Für, da hinten sind auch noch Plattformen, die noch nicht fertig sind. Ich weiß, aber ich wollte jetzt erstmal wissen, was deine Baupriorität gerade ist. Naja, alles, was nicht fertig ist, glaube ich, oder? So ziemlich. Also ich meine, mir ist es ja relativ egal, so. Also ich baue halt das, was am nächsten dran ist, fülle ich jetzt hier so mit Baumstämmen. Wie baut man denn eine Fackel? Oh. Stick und Stoff eigentlich. Stick und Stoff. Wie macht man das Ding an? Equip. Ambiosis Weapon. Ich habe ein Upgraded Stick. Nice. Aber. Jetzt habe ich ihn angezündet. Woo! Oh, ich habe keine Energie mehr. Ich muss mich mal hinsetzen. Vogel! Vogel! Baum! Rope Stick Stone ist X. Ah, okay. Hm. Natürlich kacke, ey. Hab ich alles nicht mehr. Wie ist Weng jetzt aus der Höhle gekommen? Ja, gestorben. Ja. Ich bin irgendwie unten weitergegangen, dann bin ich in den Boden runtergefallen und... Jo. Wie sieht das eigentlich aus mit meiner Fackel hier so? Ach so. Ja, das sieht natürlich sehr martialisch aus, wenn ich das mal sagen darf. Als da wenn hinten, du jetzt gleich Alter. Irgendwie jemanden lynchen willst, so sieht das Alter. Aus. Was ist das? Was denn? Du müsstest das im Stream sehen. Warte, dazu muss ich... Ich hab da muss den ich Stream nicht offen, aber ich ahne schon, was du siehst wahrscheinlich. Siehst du eine Leiche, die sich um sich selbst dreht? Ja. Ohne Arme, Beine und Köpfe? Ja. Okay. Ja, das waren wir. Das ist mein Kunstwerk. Das ist mein... Yeah. Das ist, wie sagt man? Performance-Kunst. Fuck. Ja, du hast diese Performance-Kunst ist sehr gefährlich. Wenn man die zu lange anguckt, dann fliegt man aus dem Spiel raus. Ja, weil ich rausgetappt bin. Ach so. Warte mal, da muss ja, ich... Ja, Diese Kunst wollte weiter von dir betrachtet werden. Dann muss ich dich einladen jetzt, ne? Warte mal, ich muss... Ja. Warte, dann mache ich das jetzt. Du hast übrigens alles verloren, seitdem du das letzte Mal gespeichert hast. Also, das heißt, vielleicht hast du auch dein Upgraded Bär noch und all das. Ach nee, warum kommt denn da jetzt so einer und schlägt auf mich ein, wenn ich hier gerade den Weng einladen will? So geht das doch nicht hier. Diese Schweine, die warten aber auch nur auf die kleinste Gelegenheit, mich platt zu machen hier. Hi, Nasenbär 14! Jetzt mach ich dich platt hier, du kleiner Gollum, du. Bei mir am PC kam gerade irgendein Ton, ich dachte so, scheiße, was ist das, was erschreckt mich hier so. Oh, und jetzt war das Deem, der es mich informiert hat, dass ein Kumpel online gegangen ist. Whee! Ha, der Typ ist immer noch da, aber der... Ne, jetzt ist noch lustiger, jetzt hat er bei mir noch ein Bein, Arme und Kopf ist dran. Echt? Ja. Also bei mir liegt hier einfach nur so ein Torso auf dem Boden.
Ohne alles. Bei mir dreht er sich im Kreis. Bei mir auch. Ich esse Menschenfleisch. Dann wäre ich wieder normal im Kopf. Ja, das Geile ist, ich kann den mitnehmen. Das Geile ist, ich kann den mitnehmen. Ich stelle den einfach woanders aus. Na, ich stelle den einfach woanders auf und dann tanzt er für mich. Ey, den nehme ich mit in meine Bude oben. Top. Das ist die prima Ballerina, ist das. Kann ich den hier draufstellen? Nee, schade. Ach, ist das schön. Ja. Kann ich die denn jetzt, warum, ist hier schon zu viel dran an dem Teil? Wieso kann ich denn da jetzt nichts mehr dranhängen? Jetzt tanzt du unten bei mir am Seil, ey. Nein, oh, falsch. Ach, jetzt geht's wieder. Den einfach hier oben auf. Will da hoch? Wieso kommt ihr mal auf die Hütte rauf? Achso, jetzt. Bisschen jetzt mit Anlauf. Er ist weg. Ich glaube, er ist in der Hütte. Kann das sein? Ja, er ist in der Hütte. Der macht nicht, was ich will. Dann stelle ich ihn einfach mitten ins Dorf. So, hier tanzt weiter. Genau, das ist unsere tanzende Puppe. Das, da werden heute Forschungsgelder reingesteckt. Oh Gott. Alter, ey, das Spiel ist echt so verbuggt, Mann. Aber lustig. Ja, die Bugs, die sorgen für Stimmung. Auf jeden Fall. Es ist so ein Stimmungsaufheller. Ja, nur so nebenbei. Aber mein upgraded Dings habe ich nicht mehr. Hm, aber den kannst du ja nochmal bauen, oder? Eigentlich? Ja, ja, kann ich mir jetzt wieder bauen eigentlich. Ja. Wir haben hier schon voll die Ewok-Stadt gebaut. Aber, voll geil. So langsam werden aber hier die Bäume auch schon wieder ein bisschen knapp so. Es geht immer schneller, als man das ahnt. Axten. Natürlich schön, dass ich jetzt einen Baum gefällt habe, aber der dreht sich schon auf dem Boden und wird nicht klein. Ah, jetzt. Ja, das ist manchmal, wenn... Also der Baum muss irgendwie komplett auf dem Boden liegen und wenn die Spitze noch nicht auf dem Boden aufgekommen ist, also wenn der dann auf so einem Vorsprung fällt... Warum bin ich jetzt tot? Oh, ich glaube, ich habe dich mit meinem Baum erschlagen. Ja, warte. Warte, ich kann dich, glaube ich, aufheben. Ja, mach. Mach ich. Du lebst wieder. Ja, tut mir leid. Alter. Das hat sich irgendwie so ergeben. Du. Da haben sich die Bahnen irgendwie gekreuzt in dem Moment. Niemals die Strahlen kreuzen, Spielbälle. Ja. Niemals die Bäume kreuzen. Da ist Holz auf Holz geschlagen gerade. Scheiße. Aha. Aber ich habe das auch nicht kommen sehen, dass das sich so trifft irgendwie. Ich wusste auch nicht, dass man sich erschlagen kann mittlerweile. Das wusste ich nicht. Wollen wir jetzt eigentlich den Baum aus oder diesen komischen Weg hier? Beides, glaube ich, so. Okay. Also ich muss jetzt erstmal einen Arm essen. Bediene er sich, wir haben noch so viele Arme. Habt ihr das Katana schon gefunden, fragt halt einer. Nö. Ja, es gibt einen Katana. Ich habe noch keinen Katana gefunden. Also, ja, ich habe auch noch keins gefunden. Wo ist denn das? Wo kann man denn das finden? Das ist in irgendeiner Schatulle. Ich müsste nochmal überlegen, wo das ist. Und wo ist diese Schatulle? Das finde ich heute Abend heraus. Ach so, willst du die ganze Map absuchen oder willst du nachgucken? Nein. Weißt du warum? Ja, wieso? Gronkh und Sarazza wollten in der heutigen Folge das Katana suchen. Hallo, das sind Namen, die bei mir nicht hören. Mit denen haben wir kein Problem. Die haben uns nichts getan. Das ist komplett richtig, aber mach doch nicht Werbung, Mann! Für die sind schon groß genug. Die sind schon groß genug. Erik ist halt ein Fanboy. Ja, Fanboy. Der ist richtig Fanboy. Ja. Da musst es ist fertig. Spiel sogar unterschreiben. Es ist fertig oder es ist aus? Also das Baumhaus ist fertig. Also mein Baumhaus hier ist fertig. Ja. So. Und hier liegt noch ein Stamm, den stopfe ich jetzt hier in die Brücke, in die Hängebrücke.